Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich dieses einfache Design gestaltet habe. Ist wirklich super auch für Anfänger geeignet und für schnelle Studio Nail Art. Ich beginne gleich einmal mit einem Full Cover mit dem Farbgel Heavenly. Das trage ich mir an Daumen, Zeigefinger und auf dem kleinen Finger auf. Ich arbeite zwei dünne Schichten und achte dabei darauf, dass ich wirklich ganz saubere Ecken und Kanten habe, damit das beim Rauswuchs nicht unschön ausgefranst aussieht. Achtet auch darauf, dass ihr bei einem Fullcover nach Möglichkeit immer zwei dünne Schichten arbeitet. Das sieht grundsätzlich, egal wie deckend das Gel ist, immer besser aus. Auf dem Mittelfinger und auf dem Ringfinger habe ich einen dunkelblauen Ton aufgetragen. Das ist ein Pastagel, welches ich gerade teste. Und ja, ansonsten geht's weiter mit den Smileline-Schablonen. Die benutze ich jetzt einmal, um so ein Halbmündchen zu gestalten. Ich habe mir die kleinste Größe von den Einzelgrößen von der Studio Chic-Variante ausgesucht, um dieses Halbmündchen eben zu formen. Das habe ich mir jetzt aufgeklebt und ja, das könnt ihr so weit nach oben setzen, nach unten setzen, wie ihr mögt. Und drückt das Ganze wirklich sehr, sehr gut auf einen angebufferten Nagel an. Also ich habe das Farbgel leicht angebuffert und dann auch nochmal gecleanert, damit die Schablone auch wirklich gut klebt. So, und ja, wenn ihr das gemacht habt, dann können wir auch einmal weitermachen. Und zwar benutze ich hierzu den Airbrush Sponge aus dem Set. Den habe ich mit ganz, 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 ganz wenig von dem Pastagel Arctic White betankt und tupfe damit nun über den gesamten Nagel. Hierbei achte ich darauf, dass dort, wo mein Smileline-Sticker klebt, dass ich da ein wenig kräftiger aufdrücke, damit die Farbe dort intensiver ist. Und je weiter ich zur Nagelspitze hinkomme, umso weniger Druck übe ich aus, um so einen leichten, ja, Farbverlauf zu erhalten. Also dass das Weiß am oberen Rand sehr intensiv ist oder etwas intensiver und zur Nagelspitze eben so ganz sanft ausläuft. Dieses Design könnt ihr natürlich jetzt auch dadurch, dass es eben blau, weiß, dann halt noch mit dieser Schleife kombiniert ist, ist es so ein bisschen, ja, so ein kleines Winterdesign. Ich weiß, ich bin früh dran, aber ich fand es einfach total toll und mir hat es gut gefallen und das wollte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. So, wenn ihr das gemacht habt, löst ihr die Schablone vor dem Aushärten ab. Das geht ganz, ganz einfach und hier seht ihr einmal die saubere Kante. Auf der Haut das Ganze solltet ihr mit Cleaner entfernen, auf jeden Fall vorher. Ja, und jetzt komme ich auch schon zum Wassertattoo-Bogen Nummer 12. Da schneide ich mir hier einmal die kleine Schleife aus und gebe die dann in ein Wasserbad für 20 bis 30 Sekunden. Das reicht, ihr könnt auch eine feuchte Zillette nehmen. Dann platziere ich das Ganze mit einer Zillette so leicht schräg eben an diesem Halbmündchen an meiner Linie und drücke das Ganze fest. Ich bevorzuge jetzt einmal den Sticky Ultra Bond Primer zum Befestigen dieser Wassertattoos. Finde ich, ist eine geniale Sache. Einfach den Primer großzügig auf euer Motiv drauf tupfen, auf keinen Fall lang wischen, denn sonst löst sich das Motiv auf. Und dann lasst ihr das ganz kurz antrocknen und könnt auch schon weiter mit Akzenten machen. Ich verwende hier einmal das Effekt Glitter Gel Diamond dafür und setze in die Schleifenmitte, so als kleinen Mittelpunkt, so einen kleinen Klecks davon, einfach als kleines Highlight. Und dann mache ich auch noch an der Linie entlang eben als Akzent so eine kleine Glitterlinie. Ja, das ist mit der linken Hand nicht ganz so einfach, deshalb bin ich da auch so ein bisschen tatterig. Ich musste da auch nochmal so ein bisschen nachkorrigieren, aber ich finde immer mit so Glitzergelen, das lässt sich relativ einfach gestalten, auch mit der schwachen Hand. Und man muss da so ein bisschen rumtüfteln, aber an und für sich ist das wirklich auch ein Motiv, was ihr gut mit der schwachen Hand arbeiten könnt, weil es eben sehr einfach ist. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit anderen Farben machen, wenn ihr möchtet. Und anstelle von der Schleife hätte man zum Beispiel auch eine Blume nehmen können. Auf der anderen Seite setze ich jetzt auch noch einmal eine Glitzerlinie. Und ja, dann kommen wir auch schon zum Versiegeln und sind fertig. Ich versiegel mit dem Highflex Gloss Caoutchouc einmal und lasse das Ganze dann aushärten. Beim Versiegeln seid vorsichtig, dass euch nichts in die Ränder läuft, denn das führt sonst zu Liftings, wie
bei allen Gelschichten natürlich. Und ja, lass das Ganze wirklich gut aushärten. Ich habe jetzt einmal in der Multilampe ausgehärtet. Hier seht ihr jetzt auch schon das fertige Endergebnis. Ich finde es wunderschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wer möchte, kann gerne meinen Kanal abonnieren. So, meine Süßen, wir sehen uns bald wieder und ich wünsche euch einen tollen Tag.